Hallo, Ragnar. Ragnarok. Du hast dich wacker geschlagen, Spyro. Danke. Alle dachten, du wärst noch nicht bereit, aber ich wusste, dass sie sich irren. Klar bin ich bereit. Bereit für was? Also Spyros Synchronstimme war, glaube ich, in Teil 3 um Längen besser. Also hier ist sie eher nervig, die Stimme. Um ehrlich zu sein. Aha, noch mehr Kinder. Ja, super. Glücklicherweise gibt es hier keinen Fallschaden. Okay, hier geht's nach Hause. Aber das ist ja egal, man kann... Warte. Ah, gut. Asher. Catch 'em all. Danke, dass du mich befreit hast. Asher, Asher, Asher. Yeah, man. Waren das jetzt alle Drachen? Ich weiß es nämlich nicht. Ah, hier bin ich, okay. Irgendwo hier war ein Vetter. Specky. Na toll, hey. Es werden uns, glaube ich, zwei fehlen am Ende. Ich weiß natürlich, wo die zwei sind. Das sind drei Leben. Wie kommt man da hoch? Anders will ich es wissen. Herausforderung angenommen. Man muss, glaube ich... Also das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre von dem Dach da aus. Aber kommt man da auf dem Dach, auf das Dach irgendwie drauf? Jein. Doch, nein. Weiß ich gar nicht. Man könnte es ausprobieren. Nur müsste ich dann den ganzen Weg nochmal gehen. Warte, wie viel habe ich jetzt? Ja, sage ich doch, zwei fehlen. Ich weiß, wo diese zwei sind. Deswegen holen wir die mal. Die glänzen da auch schon in der Ferne. Habe ich ganz genau gesehen. Ach ja. Hätte ich das mit den Stielen nur eher gewusst. Naja, hätte man auch drauf kommen können. Eigentlich. Aber ich natürlich nicht. So, da sind die zwei. Eins und... Ich habe Angst. Zwei. So. 400 von 400. Das Level wäre den Edelstein nach geschafft. Und jetzt will ich mir das mit dem Leben nochmal genauer angucken. Warte. Die Drachen habe ich auch alle. Ja, habe ich. Ein Ei gibt es hier nicht. Ich frage mich, was die Eier am Ende bringen. Doch ein Großdrachen? Nein. Das glaube ich eher nicht. Ah. Ein Moment. Da hinten ist diese Plattform. Könnte man nicht hier... Nee, kann man glaube ich nicht. Ich glaube, das ist viel zu weit weg. Oder? Ich hätte jetzt gedacht, man könnte von da hinten, also da, so, da, vielleicht nach da hinten fliegen. Aber ich glaube, das ist viel zu weit weg. Das ist unmöglich. Aber ich werde es gleich eh ausprobieren, das weiß ich schon, so wie ich mich kenne. Wir wollen mal das komplette Spiel ein bisschen erkunden und so, ne? Das, was ich meiner Kindheit nicht gemacht habe, mache ich jetzt. So, von hier aus. Kann man von hier aus irgendwo drauf, was einem irgendwie weiterhelfen könnte? Nee. Von da aus auch nicht. Fehlt einem da irgendwie eine Fähigkeit oder so? Nee, es schaut nicht so aus. Warte, ich gucke mir das Ganze von hier mal an. Nee, komm, wir lassen's. Wir verlassen das Level einfach mal. Kein großes Risiko eingehen. Wir haben unsere 400 Edelsteine, unsere 5 Drachen. 3 Leben sind natürlich... Jetzt schade, sondern hätten wir 10. Dup, 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 rum, tom, tom. Was fehlt uns noch? In diesem Level. In diesem Level, können wir da reinspringen? Nein, ne? Ist 100%iger Sicherheit nicht. Dr. Shemp. Dr. Shemp. Machen wir Dr. Shemp. Was auch mal Dr. Shemp heißen mag.
Wer ist Champ? Und warum ist er Doktor? So und so. What the f? Sie verarschen, Alter. Ist einer gerade in die Luft geflogen? Oh, der Harakiri? Hey, wo ist er hin? Der ist wieder explodiert. Was soll das? Ich will das mal sehen. Was mit dem passiert? Also ich kann ihn auch ganz einfach umstoßen. Das ist nicht das Problem. Aber die müssen anscheinend irgendwas mit irgendwie Kamikaze-Flieger sein. Kamikaze-Krieger. Kamikaze-Diebe. Verdammt, schade. Ich dachte, ich schaffe zwei auf einmal. Hab ich aber nicht. War's, Mann, hä? War's. Wow! Oh, fuck, da kommt noch einer. Du bist ein Arschloch, ey. Ah, Hilfe! Ist er kaputt? Ja, da ist er kaputt gegangen. Oh, nochmal. Ja, schick den bloß auf mich. Du Bitch! Das ist sie, oder? Ich sehe deinen kleinen Vorbau. Okay, hier ist eine Spirale. Da können wir hoch. Ich möchte aber erstmal hier entlang. Alles entdecken. Hier ist noch eine Spirale, okay. Gut zu wissen. Welche Spirale nehmen wir als erstes? Wir nehmen erstmal diese Spirale, weil die irgendwie, keine Ahnung. Spirale, Wirbel. Ist das ein Wirbel? Ich glaube, das ist eher ein Wirbel. Einfach weil Wirbel. Und so. Ein 25er. Den kriege ich. Jawohl. Ist das Ding irgendwie schief geworden? Das nur so an. So, wir haben jetzt einen Schlüssel, uns fehlt jetzt nur noch die Truhe. Jetzt haben wir das umgekehrte Problem. Dass wir die Truhe finden müssen. 188 Edelsteine, es gibt wahrscheinlich wieder 400. Und wir haben Trondo gerettet. Dieser Typ hält sich für so cool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, ihm zuhören zu müssen. Aber eins kann ich dir sagen. Er sollte sich besser vorsehen. Wer denn? Nasty Nork? Oder wie er hieß? Oh nein, ich glaube der Typ da oben. Boom. Der bildet eine Pistole mit seinen Händen und macht dann Boom. Der hält sich wirklich für Gangster. Aber ich denke, er darf sich noch nicht Gangster-Rapper nennen. Er hat noch keinen umgebracht. Was, Mann, hä? What? Okay, Riesenfail. Ich geb's zu, das war wirklich Riesenfail. Ah, von hinten kann ich ihn. Was macht denn der so? Okay, sein Hintern ist verbrannt und jetzt geht er weiter und wir müssen ihn weiter verbrennen. Aber erstmal gehe ich darüber. Einfach weil. Ups. Eine James Bond Rolle wollte ich nicht machen. Komm schon. Ich hatte erstmal so. Ich wollte die Kamera drehen. Ich wollte die Kamera drehen, ich schwöre, ich wollte die Kamera drehen. Nee, komm, ich mache jetzt was anderes. So. Ich wollte die Kamera drehen, habe aber Spyro gedreht. Das war mein Fehler. Können wir zurückgehen? Nein, ne? Müssen wir den langen Weg gehen, verdammt. Hier um die in den Wirbel rein. Jetzt aber. Was willst du denn? Wen hat der da geschlagen? Aber er ist zumindest so cool, dass die Brücken sich erst aufbauen, wenn er halt rüber will. Fuck. Warte. Schlag mich nochmal. Ha! Voll erwischt.
Also er benutzt immer eine andere Schlagtechnik. Darauf sollte ich aufpassen. Mal gucken, was er jetzt macht. Okay, jetzt macht er den Schulhof-Sprungseiltanz, wo sich einer in die Mitte stellt, die anderen drumherum und der in der Mitte hat halt so ein Sprungseil, dreht das dann auf den Boden und die anderen müssen halt versuchen, rüber zu springen, ohne von dem Seil erwischt zu werden. Aber zum Glück bin ich geübt darin. Und da ist die Truhe. Warte, wie viel? Nein, es gibt hier nur 300. Nur 300. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es hier 25 in der Truhe drin sind. Bitte. Ja. Und zwar in Form eines Edelsteins. Jetzt muss ich wieder umgucken, wo ich muss. Ich glaube, nach da unten. Das ist eine gute Idee. Um wieder zurückzukommen. Lalalala. Lalalala. Lalala, ich habe Angst zu rennen, weil ich sonst die Kontrolle verliere. Das ist nicht gut. Lalala. Nein! Siehst du genau, was meine ich? Ich hatte gerade Angst. Warum auch immer ich jetzt gerade so nach Hause gehe. Habe ich doch alle Drachen? Ich habe das Gefühl, hier waren ganz wenig Drachen. Zwei, glaube ich, nur. Oder? Ja, ich habe alle. Da waren drei. Nee, warte. Einer war da nur. Es waren noch weniger als gedacht.